Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Enlisted. Heute mit einem etwas volleren Haus, nämlich einmal mit dem Pulitzer. Tag. Und dem Seras. Servus. Und beim letzten Mal in Stalingrad vor einigen Folgen waren wir ja auf der deutschen Seite. Jetzt gehen wir mal auf die alliierte, beziehungsweise auf die sowjetische Seite. Und werden auch gucken, dass wir da ein bisschen Spaß haben können. Nee. Und ich möchte gucken, ob ich auch jetzt endlich den Panzerjäger freischalten kann. Der übrigens auch eine Panzerfaust bekommen, so wie die Deutschen. Also keine Ahnung, ob die Russen da kein nichts Eigenes hatten. Das weiß ich nicht. Doch. Die hatten so ein ganz krudes, Granatenrohr. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber nicht Panzerfaust 60, oder? Nee. Ich meine, die haben eh alles aufgehoben, was sie bekommen haben. Da mussten sie ja, die haben von den eigenen Leuten nichts bekommen. Das stimmt. Piat war die britische, ne? Piat ist das britische Ding, ja. Komische fette Vieh. So, mit was geht ihr rein? Schreifelsquad. Wie guckt man nochmal aus dem Panzer raus? Dann musst du auf den Kommandantenplatz und dann STRG. Ja, nee, ich gehe doch als Scharfschütze. Ich gehe als Pionier. Ist immer so mein Hauptstartruf, weil ich dann irgendeinen vorgeschobenen. Jetzt wollen wir nur Punkte abfarmen. Ich will voll Punkte abfarmen, das ist das Beste, was man machen kann. Da wir eh angreifen müssen, ist es sogar noch besser. Ich fühle mich hier richtig gut aufgehoben in dem T60 und neben mir fährt ein KV-1. Na ja, gut, die Anfangspanzer sind alle für den Arsch, muss man sagen. Ja. Wobei der Panzer 2 bei den Deutschen geht sogar. Ja gut, das ist halt ein Infanterie-Schredder schlechthin, wa? Ja, aber gegen... Ja gut, also du musst dich schon direkt treffen, weil die ganzen HEs von den Panzerchen sind alle für den Arsch. Also ja, komplett für den Arsch. Halt so klein, ja. Alter. Ich hasse KI-Soldaten, die vor mir durchs Feuer laufen. Ja, und jetzt spawnt alle schön an meinem Punkt. Punkte jemals immer für dich oder was? Jedes Mal Punkte, wenn die spawnen, ja. Auch wenn ich kein Pioniertrupp mehr bin. Oh Gott, oh Punkte. Gott, oh Gott. Alter! Da laufen sie mit Maschinenpistolen in den Haufen. Da kannst du nix machen, ey. Ist schlecht. Hi. Da gibt es wieder nur eins. Man muss den guten alten Bajonett-Trupp auspacken. Habe ich gerade versucht und vorher umgemäht. Ach, schade. Hat leider auch nicht funktioniert. Ja, ich bin jetzt aber unten drin im Gorki-Theater. Ich bin auch ganz unten im Keller. Verdammt. So, es fällt von hinten aufzuräumen. Oh Gott, sind da viele. Ja, mein Trupp hat jetzt hier leider. Stimmt. Nur eine TNT-Ladung. Mein Gott, sind viel zu viele. Ich brauche eine Maschinenpistole oder sowas. Bist du denn da, das? Ja. Jetzt habe ich auch eine Maschinenpistole jetzt in mir. Au! Even. Das TNT war zum Hinlegen, zum nicht Hinlegen, zum Werfen. Ja, ne? Genau, kannst du das nur legen, ja. Ich war nämlich gerade komplett hinter denen, aber. Das hat nicht funktioniert. Kann ich als Scharfschütze irgendwas Sinnvolles machen? Okay, wir haben gerade das Theater alleine und haben anscheinend keine Gegner hier. Ja, von unten kommen jetzt ein paar. Ich was war nochmal hinlegen? Y bei mir. Ja. Ah ja. Wie in jedem anderen Spiel auch. Nee. Doch. Ich
glaube, es ist immer Y oder Steuerung, je nachdem. Ja. Ne, Steuerung ist immer Crouchen. Es ist manchmal auch C, ist manchmal Crouchen. Wobei es bei Battlefield 5 hat mich jetzt mega verwirrt. Da gibt es ja quasi Crouchen und Toggle Crouch. Weil ich, normalerweise toggle ich immer alles. Mhm. Auch Zielen und sowas. Und das Toggle Crouch X habe ich total verwirrt. X. X ist aber auch eine komische Stelle, um. Oh mein Gott, das ja. Ist Scharfschütze. Oh, jetzt, dieser Scharfschütze hier drin, der macht uns alle kaputt. Ah ja, ich habe jetzt hier mal auch zum Ausprobieren eine Schrotflinte mitgenommen. Oh, sehr gut, die sind lustig. So, ich habe den Keller leer geräumt. Ah, geh ich mal in den Flammenwerferpanzer, das wird voll gut. Ah, da bist du. Direkt links von dir sind Leute im Haus. Okay. Wie markiert man nochmal? V. Mittlere Maustaste. Ja, ich hab's auf V. Ja, es ist V. Was ist das auf dem Also da, wo ich markiert habe, Jan. Da in dem Gebäude kommen ständig Leute raus. In dem Gebäude, okay. Oh, ich hab das auch auf der ich V. Ich hab in unserem Gebäude gerade reingesprayt. Aber was macht das? Schon. Macht keinen. Wie momentan zu viele Shooter. Kein Damage. Ach, come on. Haben wir erobert eigentlich? Ja, ne? Ja, wir haben erobert. Wir können aufs nächste. Wir denn hin? Also hier rennen ganz viele rum. Da hinten. Ja, ich muss hier mal aufpassen, weil die Kettenphysik in der Liste ist totaler Rotz. Manchmal bockt man sich sogar auf den Bordstein auf. Mhm. Ja. Die sind aber auch echt hoch. Ja, viel zu hoch für Panzer, das stimmt. Und die sind spiegelglatt. Panzer. Oh, hat er den MG42 fallen lassen? Oh, hört er auf, mich mit Feuer anzuschießen hier. Da war ein Gegner. Nee, war er nicht, der war doch tot. Nee, der oben im Fenster. Ich oben ins Fenster gedingst. Da habe ich die ganze Zeit auch einen Hitbox bekommen, also irgendwas ist da oben. Unten ist auch noch einer. Den hättest du mal killen können. Jetzt fahre ich andersrum, jetzt will ich nicht mehr. Explodieren verlassene Panzer irgendwann? Ja. Ah, gut zu wissen. Da oben sind Leute drin. Hopfen hier hinten aus dem Haus raus. Warum haben wir schon wieder gecapped? Oder warum kommen die denn alle hier rausgerannt hier hinten? Na, hier ist ein Panzer vor meiner Nase, aber ich weiß nicht, ob ich dem was tue mit meinem Flammenwerfer. Okay. Rennt denn hier alles? Hast du da mit dem Flammenfeuer? Nee, gerade gucke ich in die andere Richtung. Hier brennt alles im Haus. Vielleicht hat jemand einen Molotow geworfen. Ich will keinen T-70 fahren, das ist langweilig. Das tue ich mir nicht an. Ich warte auch, bis ich einen KV habe. Oder einen T-34 zumindest. Ist das dein Spawnpunkt, der da ist? Kommen die von der Seite, wo ich gerade hinmarkiert habe? Keine Ahnung. Und ich werfe einfach mal ein paar Bomben hin. Ach, nichts gebracht, okay, schade. Nee, da nicht. Hinter dem Haus. Ich habe gerade einen deutschen Soldaten mit einem Amerika-Flagge auf dem Helm umgenietet. Oh, mit einer Briten-Flagge. Was zur Hölle? Gibt's mittlerweile so komische Customisierungssachen? Weiß ich nicht, aber vielleicht war es auch der Medic-Trupp, den du hier als erstes bekommst. Du hast vielleicht einen Anzeigefehler oder so, weil das.
erste, also das Maschinenpistolen-Squad auf den, bei den Deutschen in Stalingrad ist ein Medic-Kit, also ein Medic-Squad. Okay. Und die haben tatsächlich dann auch so einen weißen Helm, rotes Kreuz auf dem. Damit man sie besser erkennt. Ja. Und nicht, ich habe keine Ahnung, was schießt. Das soll, aber... damit man nicht auf sie schießt, ist doch klar. Okay. Also die weißen Medics schießen ist doch nicht gut. Au, Leute! Hinter uns im Punkt... Machst du schon. Okay, ich habe eine strategische Konstruktion zerstört. Vielleicht war da ein Punkt von denen oder so, ein Einstiegspunkt. Ja, da waren nämlich in so einem Raum sind ganz viele gewesen. Es kann sein, dass da ein Spawn war oder so. Okay, sehr gut, dann ist der jetzt auf jeden Fall kaputt. Geh da jetzt mal nachgucken. Ja, da sind ganz viele. Da. Aber die sind drin, ne? Also es wird schwer, die zu bombardieren. Alter, ja. Gott, sind das viele. Ja gut, aber ich bin gerade mit einem drin, der hat eine Maschinenpistole, das könnte gut klappen. Ich mach noch einen Anflug. Und zieh mit Klebeband rein. Ja, da ist einer von unseren Leuten mit einem Flammenwerfer unterwegs, der mich gerade röstet. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber... Vollidiot, ey. Wo denn? Wo soll ich hinbomben? Einfach rein? Okay. Einfach rein. Warte mal, bist du da gerade reingeflogen? Ja, ich mach das immer, wenn ich ich mach nur drei Runden im Flugzeug, sonst blaut das so lang, bis ich sterbe. Die Situationskomik sah sehr gut aus. Soll ich da rein? Ja, bumm. Hey, der ist so ein offener Raum unten im Erdgeschoss. Wenn du da reinballerst... Na, zu spät, jetzt bin ich nicht mehr im Flugzeug. Der Raum hier, da sind die ganze Zeit ein Arsch voll Leute drin. Alter, Vierling, baller doch einfach mal da rein, ey. Vierling ist schön laut, ne? Ja, die kommen jetzt auf der anderen Seite, da ist auch ein Panzer. Junge, Junge, sind da viele. Also da stehen ganz viele, wo der Flammenwerfer gerade ist, da stehen ganz viele, genau wo der Panzer ist. Ach Mann, ich hasse es. Einen neuen Spawnpunkt gebaut, direkt neben das Haus, so nah es ging. Also hier spawnen die. Unsere Jungs erobern die Position. Jetzt mal ein Scharfschützengewehr. Ach, verdammt, hier habe ich noch keinen Granatwerfer oder so freigeschaltet auf dem hier. Braucht man nicht. Ah doch, der ist hier ganz witzig. Der schießt quasi so Flammengranaten. Lol, wo kommt denn hier her? Scheiße. Oh, ich bräuchte unbedingt eine Maschinenpistole. Also das ist fast unmöglich, hier dieses Haus mit einem Repetiergewehr zu cleanen. Ist der Panzer raus? Welcher? Unserer oder derer? Nein, der Gegner war schon. Ich höre zumindest nichts mehr. Wie kann das sein, dass die immer noch in diesem Scheißhaus drin sind? Naja, die laufen immer wieder nach. Ich mal den Trupp. Kommt durch das eine Fenster, kommen die, glaube ich, meistens rein. Ja. Yeah. Ich habe da gerade versucht, einen Cocktail hinzuwerfen, aber... Krabbencocktail. Also einen guten Mojito würde ich nicht verschwenden, indem ich ihn irgendwo hinwerfe. Rennt auch so schlecht. Deswegen trinkt man ihn ja auch. Gott, rennen da viele rein. Naja, ich habe mich jetzt hier oben beim Scharfschützengewehr hingestellt und spiele ein bisschen Tontaubenschießen. Also das ist... Ridiculous! Granatenkill, sehr gut. Und jetzt rein da. Oh nein, ich bin zu klein. Ich kann da nicht hochspringen. Okay, die sind noch einige drin. Alter, ja, so ein Panzer 4 gegen... Oh, ich lebe noch. Oh nein, ich wollte auch wieder den Angreifer mit dem Bajonett machen. Das ist doch meine Spezialattacke. Spezialattacke. Fatality. Das hat noch nie jemand gemacht.
Nein, ich bin der Einzige, der so etwas macht. Sieht man doch jedes Mal. Den Flammenpanzer nehmen wir. Ich nehme den Flammenpanzer, den brauchen wir da vorne, glaube ich, eher. Sag mal, wie viel Schuss mit dem Revolver hält man bitte aus? Der Revolver kannst du vergessen. Das war schon Arsch. Ja, ich hab nichts anderes gehabt. Der macht keinen Schaden. Okay, das ist ein letztes Feature. Ich habe gerade mal getestet, ob ich mich mit dem Flammenwerfer selbst brutzeln kann, wenn ich oben rausgucke, und das geht. Mein Kommandant ist jetzt beschädigt. Mhm. Ist der kaputt? Toll. Ist der auch broken? Nee, der ist jetzt quasi gelb, aber... Nussprig ist er. Einmal anzünden bis zum Asiaten, alles klar. Das ist doch ein nettes, also an sowas denken sie natürlich. Die richtige Fahrphysik ist nicht drin, aber an sowas denken die. Oh, da kommen gleich Bomben runter. In den roten Kreisen. Ach, hier kein PUBG, ey. Deswegen halte ich mich jetzt hier erstmal kurz zurück, bis ich da reinfahre. Na, bleiben die Flugzeuge. Ich warte jetzt auch mal lieber. Ach komm, das schafft. Alter! Da sind unfassbar viele. Au! Komm, wir gucken, wer es über die Straße schafft, kriegt irgendwas. Aber irgendwie. Flugzeuge kommen nicht, ich laufe jetzt über die Straße. Ja, ich fahr jetzt auch, scheiß drauf. Wie gesagt, rechts von euch, pass auf. Ach, soll schon passieren. Ja. Jetzt kommen sie. Was für Flugzeuge kommen hier? Die in den roten Kreisen, da werfen die Bomben ab. Ah, okay, alles geskriptet. Nee, ich glaube, das kannst du holen anstatt des Artillerieschlags. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Soweit bin ich noch nicht. Ab ins Treppenhaus. So, wo, was, wie? Oh. HE-111, sehr schön. Na, was schmeißt ihr? Nicht so viel. Wow, so die machen nicht mal die Bomben, die machen nicht mal die Bombenklappe auf. Naja, man sammelt Punkte Shirt und mich. Das ist für den gut. Kollegen rentiert. Ja. Mhm. Aber da standen auch gefühlt alle von uns noch drin rum. Aber auch draußen sind alle gestorben und. Die KI checkt das halt nicht, dass die KI. Die Spawnpunkte sind auch alle weg. Mann, nein. Naja, ich bin gerade ein anderer Trupp. Einer der lustigen Sanitäter. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was unsere Soldaten machen. Die rennen alle an einem Nest von Gegnern vorbei. Hier, da wo unsere ganzen Leute gerade sind. Die Markierung, die ich gerade gesetzt habe. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die spawnen können. Na gut, wenn es KI ist, KI interessiert die nicht. Nee, ihr beide seid ja auch gerade vorbeigerannt. Nee, ganz bestimmt nicht. Du warst ein Teil von meiner KI-Truppe, ich war ja tot. Also da stand Pulitzer und Jake Chris über dem Kopf. Ja, kann sein, ich wollte in das Haus da drüben rennen, dass ich da vorbeigerannt bin. Ich bin doch gerade links gespawnt. Also ich bin auf der anderen Straßenseite. Also da, wo unser Panzer jetzt steht, rechts von ihm, da sind ganz viele. Ja, ja. Da habe ich auch Granaten reingeschmissen. Ah, oh, wenn sie da hinten rumrennen und auf der anderen Straßenseite, ist auch voll okay. Ja gut, ein paar habe ich jetzt schon. Haben wir irgendwo eine Munitionskiste? Auf der anderen Straßenseite steht eine. Da wo die Gegner da sind. Da sind nicht mehr so viele, ich habe 6 oder 7 weggeschossen. Oh, verdammt. Ja, gut. Na gut, die haben sich jetzt verlagert, die sind jetzt hier, die sind weiter nach hinten gelatscht. Die sind bei mir hier oben im Haus, hier so. Ich bin zu jung zum Sterben. Ach, guck mal, jetzt kommen sie auch in mein Häuschen. Nee, 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 Kollege, das lässt mal schön.
Oh, sind da viele im Haus. Ja, ja, ich habe nur ein Scharfschützengewehr. Komm, nur eine Granate. Nur ein Kill bei der Granate, ist doch lächerlich. Das ist interessant. Das kann die KI vor Granaten weglaufen. Aber selbst mal sinnvoll welche einsetzen oder so? Nö. Hier ist ja gar keine Tür an der Seite. Mein Gott, ey. Was machen die denn? Warum bauen die denn da keine Türen hin? Jetzt noch ein Eroberungspunkt. Du mich auch. Wir werden vollkommen überbewertet. Diesem ersten Stock sind die Schweine. Ja. Ich weiß nicht, wo der hinkommt. Ah, warte mal. Komm ich hier vielleicht hin? Oh Gott! Ja, man kann in den zusammengebrochenen Mauern kann man ja so hochklettern. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wenn man hier wirklich hochkommt. So, ich bin jetzt im ersten Stock. Ich habe mich gerade überlegt, ob ich mich in die Badewanne lege, während die Bomben fallen. Das hat bei Indiana Jones ja so gut PUBG-Style. Das war ja ein Kühlschrank. Das hat bei Indiana Jones so gut geklappt. Ne, war schön, da war es ein Kühlschrank, ne? Ja. Dann war es auch ein anderer Film, wo ich das gesehen habe. Ja, ich glaube, ich habe den auch gesehen. Ich weiß, welche Szene du meinst, aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Alter, wie viel soll ich denn noch wegschießen? Alle. Panzer 3. Und ein Auto. Das Auto ist gefährlich. Ja. Okay, wir haben den Punkt. Bomber nähern sich. Kann man eigentlich so... Oh Gott, ich bin in der Bombenzone. Wie weit kann man das TNT zünden? Das weiß ich nicht. Ich hab's noch nie ausprobiert. Ich frag mich, ob man hier so C4-Buggies bauen kann wie in Battlefield. Ich glaube aber nicht mit so einem coolen Effekt. Das war, bis die Bomben gefallen sind. Wann kommen sie denn? Ach, da hinten. Oh Gott, die brauchen ja noch ewig. Das Auto ist voll cool. Ich das eigentlich. Das ist ein Kübelwagen. Eigentlich, nee, das ist ein. Keine Ahnung, das ist ein Zitrön. Nee, das ist ja ein bisschen ein Stück in Russland. Keine Ahnung, irgendein Lader oder so. Glaube nicht. Ich weiß es auch nicht, was die in Russland damals rumgefahren sind. Vielleicht ist es auch ein importierter Mercedes. Vielleicht ist es auch einfach irgendein generisches aber bei Model doch. von irgendeinem Asset-Paket. Bei Warfunder doch nicht. Ist doch, bei Gaijin doch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mich echt wundern. Die würden sowas nie machen. Richtig. Oh, ey, das ist so langwierig. Wann kommt das Zeug? Jetzt. Die siehst du schon kilometerweit an der Map-Grenze, aber die kommen super langsam. Lol. Okay. Ist gestorben. Nee, aber ich habe trotzdem Schaden gekriegt, obwohl ich in der Badewanne lag. da ist ein Scharfschütze. Voll unrealistisch. Ja, kann ja die war bestimmt nicht verzinkt. Die war emailliert, ist eigentlich besser, aber keine Ahnung, was oben links irgendwo, ist. Pass auf, lauf nicht einfach zum Haus. Oben links irgendwo ist ein Scharfschütze, ich glaube in dem Haus. Ja, hier sind zwei, drei drin. Die hole ich mir. Na, ich gehe auch mal von der anderen Seite ran. Mach einfach, wo ist denn der Flammenwerfer? Gehört der zu euch? Der soll einfach mal reinhalten. Dafür ist er doch da. War doch auf so rumzuzappeln, komischer Typ, ey. Okay, ich hab einen von denen. Wo sind denn die ganzen Gegner? Hier in dem Haus. Oh, oben in dem Fenster zum Beispiel, da ist ein Schaf, einer drin, der schießt raus.
Oben in dem Fenster. Oben links im Fenster, wenn man von unserer Seite aus angelaufen kommt. Kann ich nicht sehen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Da oben drin. Und unten auch. Das war eindeutig ein Spieler. Bunny hoppende deutsche Soldaten kenne ich nicht. Oh, er hat irgendwas geworfen. Naja, aber hat's verkackt. Warum zeig dich? Warte. Oh oh. Oh mein Gott, die schmeißen mir Bomben aufs Dach. Warum? Einige Leute bei denen da gerade am Fenster. Ich nehme mal wieder den Flammenwerfer. Hey, aber ich sehe keinen. Warum sehe ich denn keinen? Oh, einer. Unten war jetzt mal einer. Greif jetzt mal von der Seite an. Ja, ich guck mal, dass ich wieder rausbrutzeln kann. Okay, die Mosin fliegt nochmal komplett anders. Also bei der musst du ewig weit vorhalten. Hm, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, nur was mich ankotzt, ist das Nachladen bei dem Ding. Boah, das geht. Dass sie halt keinen Clip hat. Nein! Ah, ich war im Haus drin. Schade. Ich habe einen, habe ich zumindest schon mal zur Pizza gemacht. Was? Ja, zum Borscht. Pizza, Pommes, Pizza, Pommes. Ja. Kennt ihr das? Nein. Nein. Skifahren, Pizza, Pommes. Ich bin kein Skifahrer. Au! Ich bin Feuer, ich bin tot. Da ist ein Panzer. Ne, da kann ich nichts gegen machen. Ich bin weg. Lol, der hat sich auf dem Graben festgefahren. Oh wie ein Gott, ey, das passiert mir auch viel zu oft in dem Spiel. Gott, ist das dämlich. Okay, jetzt funktioniert der Flammenwerfer mal richtig gut. Egal, ich bleib jetzt hier stehen, ja, wenn die Bomben auf meinen Kopf fallen. Oh, ich habe meinen Turm durch ganz verloren. Okay. Also die haben sich da ganz schön festgesetzt in dem Haus. Oh, ich muss schnell aus dem Gebiet raus. Wir haben auch nur noch 50 Sekunden, um das Ding zu holen. Komm schon. Ein paar Meter. Ein paar Meter. Oh, das ist eine krasse Bombe. Weiß nicht, wie ist das? Ist das eigentlich trennscharf, diese roten Kreise? Das weiß ich nicht genau. Also, ich gehe mal nicht davon aus, weil außerhalb des roten Kreises habe ich gerade Splash bekommen. Weil ich war gerade noch knapp am Kreis und ich habe nichts bekommen. Hm. War vor dir vielleicht eine Laterne oder was? Nee. Das geht ja in PUBG, dass du dich hinter irgendwelchen Zäunen vor Granaten versteckst. Da sind immer noch sehr viele drin, also. Hier sind sau viele drin. Sag mal, wer smoked denn da? Ich hab gesmoked, damit ich in Ruhe reinlaufen kann, aber. Ich bin jetzt drin, ich bin doch jetzt drin, ich mach sie alle fertig. Yay, Level up! Ja, ich auch. Alter, wenn du zum ersten Mal eine Kampagne spielst, wirst du so vollgeschissen mit irgendwelchen Punkten. Ja. Oh, endlich. Das. MG-Trupp. Das. Ich habe das Sanitätsteam erhalten. Und mit dem das reicht für heute. Mit dem nächsten Level hier in der Kampagne werde ich mir den T34 freischalten. Das wird super.
Aber das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.